In diesem Video geht es über Abmahnungen im Usenet, aber auch über Abmahnungen allgemein. Das Thema ist echt verzwickt. Ich habe da einiges recherchieren müssen für. Und diese Anwälte, der Rechteinhaber, die haben es schon ganz geschickt gemacht. Also heutzutage, wenn man sich unterhält, dann sagt man, naja, ich bin für einen Download abgemahnt worden. Das ist aber streng genommen falsch. Und dieses streng genommen ist extrem wichtig, was Abmahnungen angeht. Jetzt gibt es Rechtsanwälte im Internet, die schreiben das sogar so, dass man wegen einem Download abgemahnt wurde. Das ist aber falsch und das sollte auch ein Rechtsanwalt nie schreiben. Deshalb bin ich hier auf jetzt einer Seite von einem Rechtsanwalt, die verlinke ich auch nochmal. Das ist ja auch ein bisschen Werbung für den Rechtsanwalt, der ist jetzt, glaube ich, hier in Heilbronn unterwegs, in Brackenheim. Und auf dessen Seite bin ich gestoßen, denn der hat mal so ein Abmahnschreiben hier veröffentlicht. Und da wollen wir uns mal den Wortlaut anschauen und das ist nämlich das Wichtige. Also, da oben ist viel Blabla. So, Gegenstand dieses Schreibens ist die Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten durch die unerlaubte Verwertung des Musikalbums. Mehr da, wo du bist, bin ich nie, was weiß ich. Und so weiter. Über ihren Internetanschluss zum Herunterladen verfügbar gemacht wurden. So, das bedeutet nämlich nicht, dass diese Abmahnung gekommen ist, weil sie die Datei heruntergeladen haben, sondern weil sie die Datei verfügbar gemacht haben. Das heißt, wenn sie ein Peer-to-Peer-Netzwerk nutzen und eine Datei herunterladen, dann liegt die in einem Ordner, auf den das Programm dieses Peer-to-Peer-Netzwerkes zugreift und die Datei auch zum Download wieder zur Verfügung stellt. Das ist nicht böse gemeint von dem Programm, sondern genauso funktionieren halt nun mal Peer-to-Peer-Netzwerke. Lädt jetzt ein anderer das Album von ihrem Rechner runter, dann sind sie der Uploader. Es geht ja Datenverkehr von ihrem Computer auf den des anderen. Und die Anbieter dieser Rechtsanwälte suchen genau einfach nach IPs, die überhaupt dieses Album zur Verfügung stellen. Und hier positiv anzumerken, bei dem Anwalt ist auch noch, dass es hier konkret steht. Konkreter Vorwurf, wann wurde da was getan? In der Regel das illegale Angebot zum Upload. Nicht der Download, das ist ganz wichtig. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Usenet, nachdem wir das geklärt haben. Das Usenet ist kein klassisches Peer-to-Peer-Netzwerk. Das Usenet ermöglicht einfache Downloads. Sie laden mit den gängigen Programmen nicht wieder hoch. Macht auch gar keinen Sinn im Usenet, weil dort gibt es dezentrale Serverinfrastrukturen, auf denen liegen diese Dateien, die liegen dort eh, ob sie runterladen oder nicht. Und sie stellen das, was sie herunterladen, nicht wieder zur Verfügung. Deshalb kann es meines Erachtens nach auch keine Abmahnungen für Downloader im Usenet geben. Für Uploader kann es die natürlich schon geben, aber der sind sie ja nicht und mit einem normalen Usenet-Programm werden sie auch nicht zum Uploader. Deshalb gibt es meines Erachtens nach keine Abmahnungen für Downloader im Usenet. Ihr könnt mich natürlich eines Besseren belehren, dafür habt ihr ja die Kommentarfunktion, natürlich gerne mit Link und auch immer bei den Anwälten aufpassen, wie die formulieren, da hat es mal eine richtig gemacht.